Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. I just forgot what the name of this game war. Wie dumm? Streets of Rogue. Boah, ich bin verrückt. Ist eine Weile her, dass wir reingeguckt haben. Es ist ein bisschen was passiert. Wir sind heute allein. Wir gucken erstmal unsere Mission an. Wir sollen jetzt hier Schalle drücken. Drei Stück. Und da hinten den Generator zerstören. Ist ein bisschen was passiert. Es gibt neue Gegenstände. Die Industriezone sieht ein bisschen anders jetzt aus. Die habt ihr das letzte Mal allerdings noch nicht gesehen, von daher habt ihr gar keinen Vergleich. Aber ich kann euch sagen, dass es schon einiges passiert ist. Es gibt ein Feuerzeug jetzt. Was macht man denn mit dem Feuerzeug? Lass in deiner Hand Feuer entstehen. Wow, dafür wärst du im Mittelalter wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Oh, was ist mit dem los? Der hat sich verbrannt. Oh, bist du doof, Alter. Was haben wir denn außer Fäuste? Fäuste, wir haben Fäuste. Okay. Wir haben ein Bigfoot-Hologramm dabei. Okay, die boxen einfach das Hologramm. Und dann haben wir noch eine Zeitbombe. Mehr haben wir nicht. Okay, hier, das will ich erstmal noch nicht machen. Hier ist mir zu viel los. Das ist wirklich ein Vollidiot, oder? Okay, komm, lass jetzt erstmal weitergehen. Schöne Cola mitnehmen. Cola? Das ist ein Bier. Und ein bisschen Geld. Geld ist gut. Gangster, die können wir uns nicht leisten. Wie machen wir das hier? Das Ding sollen wir hier zerstören. Komm, wir können hier mal einfach mal die Spritze einführen. Oh. Cool. Was mit dem jetzt? Der ist vergiftet oder so. Und wann, wo der lang geht? Entweder kriegen wir eine von ihm oder nicht. Oh, der kriegt HP dazu, glaube ich. Oh, das ist ja fies. Dafür rennst du weg, bist du doof? Hi Barkeeper. Whisky kaufen, nicht kaufen. Er hat auf jeden Fall den Schlüssel, das heißt, wir müssen uns mit dem Barkeeper habhaft werden lassen. Mit unseren Fäusten. Bom. Komm her. Ah. So. Vielleicht erst eine Bank nehmen. Hier brauchen wir jetzt ja auch keine große Angst mehr vorhaben. Und der hat einen Tresor? Ah, da ist der in der Ecke, das ist der Tresor. Hallo. So, erstmal in den Tresor reingucken. Die Banane. Kühlschrank war das. Und 17 Geld, das ist natürlich nice. Oh, 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 oh. Ah, weg hier. Bam. Ja, guck mal, Belohnung Küchenmaschine. Die habe ich gerade eben freigeschalten, noch im Hauptquartier. Ich bin hier gegen die McNuggets, gegen die Chicken Nuggets. Kann man ja diese Belohnungen freischalten von Missionen zum Beispiel, beziehungsweise auch diese Sachen, die man bekommt, wenn man ein Level abmacht. Lass mal gucken jetzt, was die Küchenmaschine macht. Verwandelt fast jeden Gegenstand in Nahrungsmittel. Nahrungsmittel, die wahrscheinlich Krebs verursachen, aber das übersteigt den Rahmen des Spiels. Okay, damit kann man Sachen, die man nicht mehr braucht, in Essen verwandeln. Kann ich hier rein? Ja. Hallo, Herr Arzt. Hier ist ein Schläger. Büromensch. Ein Tresor. Das schaffen wir nie. Auch wenn wir einen Stein jetzt haben, aber der Stein, der hilft uns nicht. Können wir uns den Baum verteilen? Auch für 60... Nee. Gut, okay, wir müssen einfach so rein. Wahrscheinlich hat es den Typen hier sowieso schon verbrannt. Nee. Drücken einfach mal hier die Knöpfe. Ja. So viel dazu. Können wir irgendwas hacken? Gas ausströmen lassen, Falltüren öffnen, Sicherheitssystem ausschalten. Fertig. Okay, die Schlägetypen da, die können wir ja ohne Probleme ausschalten. Nicht auszuhalten. Oh, scheiße. Ruhig dich! Oh, der hat uns gleich, ne? F. Oh, dankeschön. Tschüss. Hey, 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 bleib mal ganz geschmeidig hier, Junge. Erstmal Zigaretten mitnehmen. Was haben wir hier? Das habe ich auch gerade noch gekauft, den Lampenwürfel. Solange du den
enthalten den Lampen manchmal. Was? Solange du den hast, enthalten Lampen manchmal nützliche Gegenstände. Also die Dinger hier. Lampe. Kaputt hauen. War doch gar nichts drin. Oh. Stimmungsring. Hallo. Das ist ja cool. Da sind Sachen drin. Ja, da sind Sachen drin, Alter. Das ist ja voll geil, Alter. Oh, nur erstmal noch gucken. Ist leer. Hier waren wir schon drin. Okay. Stimmt. Da sind noch zwei Lampen. Meistens ist anscheinend nur Geld drin. Oder nix. Sind auch schon leer, ja. Gut, dann gibt's hier nichts weiter zu holen. Gehen wir einfach direkt in den nächsten Level. Oh, Geld, ich mag Geld. Geld ist nur gut. Oh, eine Spritze wieder. Das war ein Messer. Messer war richtig gut gewesen. Eine Pistole. Eine Banane, die können wir gleich fugen. Was haben wir hier noch? Ah, da ist der Tresor drin. Ja gut, okay, lass einfach in den nächsten Level gehen. Haben wir da irgendwas zu essen? Ne. Da ist so ein Tresor. Drogendealer, Ladeninhaber. Wir können jetzt mit dem Ladeninhaber anlegen, theoretisch. Und uns dann das aus dem Tresor holen. Aber keine Ahnung, was da drin ist. Das ist auch erstmal relativ egal. Ach, guck an! Keine Waffen und nur die Fäuste eingesetzt. Weiter geht's. Oh, okay. Drei Anhänger brauchen wir nicht. Kostet weniger Zeit, Leute zu stellen. Ne, okay, dann nehmen wir den schnellen Nahangriff. Das ist, glaube ich, im Moment das Günstige. Wir versuchen jetzt so weit zu kommen, wie es geht. Aber ein bisschen schneller, Jaukel. Ja. Slums Level 2. Und los geht's. Nix drin. Oh. Wir müssen aufpassen, dass der Polizist uns nicht fertig braucht dafür, dass wir die Lampen kaputt machen. Was wollen wir machen? Gegenstände stecken, habe ich schon gesehen. Schalter drücken und mal wieder etwas zerstören. Na gut. Ein Geld. Oh, das ist ein Hacker. Tresor, Tür betreten verboten. Siehst du, als Hacker können wir doch hacken. Aber wer in der Nähe ist, bekommt das halt mit. Das ist das Problem. Dafür können wir es aber kostenlos. Wir probieren das mal aus. Ob wir hier was hacken können. Hey, was ist da los? Und die Verkaufspreise erhöhen, Mann. Bleib mal geschmeidig. Okay. Wenn ihr sowieso einen aufs Maul willst, dann komm her. Kriegst du auch direkt einer richtig eingeschenkt. So. Das müssen wir natürlich gleich ausnutzen, wenn jetzt hier einmal hinüber ist. Hallo, Hacker 2. Verkaufspreise erhöhen. Ach so, jetzt können wir die Sachen hier verkaufen. Guck mal, den Stein. Das Ding. Oh, eine Zeitbombe. Die ist viel wert. Wartet mal. Wir probieren jetzt hier die Küchenmaschine mal aus. Wie funktioniert das jetzt mit der Küchenmaschine? Umschalt, klicken, fallen lassen. Rechtsklick zum Kombinieren, okay. Das sind Zigaretten. Oh, jetzt haben wir die Zigaretten geraucht. Scheiße. Ah, guck an. Stimmungsring, nutzlos. Da bin ich nicht wütend, wenn das weiß ich schon. Verdammt nochmal, okay. Egal, ist eh nichts wert. Oh, da bekommt man Fahrt raus. Ah, das ist gut. Können wir gleich mal direkt was essen. Hat 5 gebracht. Super. Schlüssel benutzen. Tresor-Kombi, 51 Gold. Und wir sind rich. As fuck. Der Lampenwürfel, der ist so richtig viel Geld wert, ne? Aber egal. Die Spritze verkaufen wir noch. Das verkaufen wir auch. Alle beide. Egal. Ganz viel Geld haben wir jetzt. Wir haben jetzt so viel Geld, wir können jetzt erstmal richtig krass shoppen gehen. Da gehen wir jetzt in den Laden, kaufen uns die Nintendo Switch, die ausverkauft ist. Na, ist das cool. Was kann man mit dem Polizisten noch machen? Verbrechen ignorieren, im Abschnitt kostet 50. Was haben wir denn da gefunden jetzt? So viel neues Zeug, siehst du, Tresorknacker.
Okay, wir sollen hier den Knopf betätigen. Oh, da ist jemand Pistole, das ist nicht gut. Es ist deutlich schwieriger geworden, das Spiel, ne? Klonmaschine, mich selbst klonen. Nein, danke. Mysteriösen Gegenstand will ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich will eine scheiß Pistole. Das ist natürlich der Hacker am schwierigsten am Anfang, glaube ich. Zigaretten, da können wir. Eventuell können wir den. Eine Polizist, die sich mal verpissen würde. Luft verschmutzen. Oh. Okay, okay, okay. Alter. Okay. Ich glaube, das Ding bringt nichts. Weg hier. Okay, ich glaube, wir haben das Bigfoot-Hologramm einfach nur gerade weggeworfen. Haben wir jetzt die Mission erfüllt? Ja, ne? Jetzt haben wir so viel Geld und können damit nichts anfangen. Hallo. Oh, eine Banane ist natürlich nice. Hallo Arzt, melden Sie mich. Lol. Sind Sie mit dem Arzt einfach reingegangen? Obwohl die Tür verschlossen ist. Oh, ist die Tür nicht mehr verschlossen. Okay. Gut. Wo kriegen wir jetzt hier eine fucking Pistole her? Hi. Ah, wie ich das Wetter? Können alle nix. Noch eine Spritze. Das macht die blaue Spritze. Können jetzt zu dem Arzt gehen, die Spritze identifizieren lassen. Oh, guck mal, wir ruhen uns mit der Knarre nah an. Hm. Oh, eine Coke. Ein Bier. Ein bisschen vorsichtig vorgehen in diesem Spiel. Das hat viel zu schnell vorbei. Hier ist nichts weiter. Was müssen wir denn noch machen? Das Einstecken von den Papieren dort. Lass mal hin teleportieren jetzt. Ja, zack, zack. Achso, der hat auch eine Knarre in der Hand, die Sau. Nur eine Bananenschale. Ey, bist du bescheuert? So ein Vollidiot. Warum schießt der auf mich? Ficke dich. F, F, F. Da müssen wir uns. Besorgen wir uns einfach so eine Pistole. Jetzt haben wir eine Pistole und eine Moon. Aber wir haben ja irgendwo hier so ein Munitionsding gehabt. Ungefähr hier so. Ey, wieso kann ich mich nicht dahinter? Ach so. Da, da ist der Munitionsverteil. Waffe nachladen, Pistole. Siehst du, schon haben wir eine krasse Pistole. Das ist doch gut. So. Jetzt sind wir gut gewappnet. Hat sich dann noch gelohnt. Einfach das Ding da einstecken. Ressort-Kombo haben wir ja schon. Oh, Mini-Kühlschrank. Der macht, dass wir unser Essen, was wir dabei haben, uns mehr HP gibt. Jetzt müssen wir am Ende noch hier hoch, den Generator zerstören. Easy peasy, lemon squeezy. Guck mal, der hat einen Knüppel in der Hand. So einfach geht das. Zack und raus hier. Nächster Level. Wir wollen uns ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt hier schon ein paar Minuten auf dem Dings. Auf dem Tacho. Wir wollen uns ja nochmal den anderen nächsten Abschnitt angucken, den Industrieabschnitt. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Oh, schon wieder der Mörderroboter. Das hatten wir doch das letzte Mal schon. Okay, wir gucken jetzt erstmal, was wir jetzt machen müssen. Wir machen nur das Nötigste. Einstecken und was zerstören. Okay, das können wir hin. Wo ist der fucking Roboter? Der ist da oben. Nee, fick dich. Lass mich in Ruhe. Gib mir den Stein hier. Ja, der ist leer. Und noch eine Banane.
so weg hier. Geht der Onkel hier erstmal schön Schaden, das ist gut. Oh shit. An den habe ich nie mehr gedacht. Das da oben sollen wir einschicken, okay. Ja, weg hier. Wo ist der Robo? Da ist der Roboter, scheiße. Uiuiui. So, schön an dem Roboter vorbeigeschlingelt. Was ist jetzt unsere nächste Aufgabe noch? Was zerstören, okay. Einfach hier ganz schnell durchgehen. Der Roboter ist echt nicht nett. Das Ding zerstören, kein Problem. Putz! Fensterschneider haben wir. So, jetzt aber schnell in den nächsten Abschnitt. Habe ich keinen Bock auf den Roboter. Guck mal, so schnell kann ein Level auch gehen. Zicki-zacki, fertig sind wir. Man muss sich nur mal ein bisschen anstrengen. So, nächstes Level ab. Passt sich gut an. Die Entfernung, die ich deutlich sehen können, wird verringert. Das ist gut. Laser ignorieren ist natürlich auch richtig geil. Ein blutiges Durcheinander. Alle, die du tötest, werden zerfetzt. Aber Laser ignorieren ist ganz cool, weil dann kann man einfach durchlaufen und das macht nicht Bip-Bip. Und auch nicht Boom. So, jetzt können wir uns mal angucken, was wir für neue Items jetzt ja gefunden haben. Da hatte ich ja gar keine Zeit zu gucken. Komm mal hin hier. So, Industriegebiet ist natürlich nice. Aber wir haben jetzt ein Messer. Okay, eine Banane. Küchenmixer haben wir noch. Fensterschneider haben wir 3 Stück. Geld und Mini-Kühlschrank. Was haben wir hier? Hypnotisierer Level 1. Was kannst du bei jemandem verwenden, damit er dich mag? Ich meinte nicht mögen, aber du weißt schon, so als Freunde. Ah, okay. Damit kann man dann einfach jemanden mitnehmen. Das möchte ich gerne mit dem Polizisten ausprobieren. Das hier ist Öl. Dann kann man anzünden. Wie man sieht. Mit der kann man das anzünden. So, das Industriegebiet, da kommen irgendwelche komischen Teile, die werden verbrannt. Warum auch immer. Ach, guck an. Da können wir nicht mal durch. Das ist ja witzig. Die haben die einfach niedergemacht. Wäre natürlich schön blöd, wenn man uns die. Oh. Hier muss man vorsichtig sein, das ist eine Schiene. Ja, siehst du? Da kommen nämlich solche Dinger, die dich dann kaputt machen. Hi. Dankeschön dafür. Wie so ein Sklaven soll ich befreien? Das wird natürlich schwierig. Ich möchte gerne so einen Polizisten, ehrlich gesagt, hypnotisieren. So, mal sehen, was kann ich jetzt mit dem machen? Der ist jetzt mir freundlich gesinnt, okay. Wenn ich jetzt den Kollegen angreife, oh, kann ich trotzdem mal. Oh, Alter. Jungs und Mädels, bleibt mal geschmeidig. Also freundlich heißt nicht, dass man seine Kumpanen nicht... Alter. Bleib doch mal... Okay, Leute, es tut mir sehr leid. Und in der nächsten Runde versuchen wir das einfach nochmal. Warte mal, wir haben jetzt den Wissenschaftler. Können wir mal gucken, was der Wissenschaftler macht? Der kann... Technikexperte. Kann mit Computer und Dinge anstellen, an die andere Leute nicht im Traum denken können. Droge auf Wechsel, alle Spritzen werden erkannt. Gorilla-Wahn. Gorilla greifen dich bei Sichtkontakt an. Und schmächtiger kleiner Nerd, Rückstoß wird erhöht. Okay, alles klar. Ich glaube, den Wissenschaftler probieren wir nicht aus, sondern wir probieren einfach in der nächsten Runde mal den Soldaten. Irgendwo ist hier der Soldat. Da ist hier der Soldat. Den probieren wir in der nächsten Runde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.